Fälschungen jeglicher Güter sind bereits kriminell und verwerflich. Arzneimittelfälschungen sind allerdings besonders verwerflich, weil sie zusätzlich die Gesundheit und das Leben von Menschen gefährden. Sie untergraben damit auch das Vertrauen in die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln. Und sie können zur Resistenzbildung und damit zur Unwirksamkeit lebensrettender Arzneimittel führen, beispielsweise im Falle von Antibiotika und Impfstoffen, wie zurzeit im Falle von Corona. Schließlich verletzen Arzneimittelfälschungen auch Rechte am geistigen Eigentum und untergraben damit die Innovation. Denn diese Rechte sind Grundvoraussetzung und Motor für Innovationen und bilden die Basis für eine erfolgreiche wirtschaftliche Betätigung. Als Vertreter der Industrien, Chemie, Pharma und Life Sciences ist es uns ein Anliegen, mehr über das Ausmaß des Problems in Erfahrung zu bringen. Uns interessiert, wie groß die entstehenden Schäden aufgrund von Arzneimittelfälschungen in der Schweiz sind. Nicht zuletzt erhoffen wir uns von der Studie Anhaltspunkte, ob die gemeinsamen Anstrengungen der Akteure im Schweizer Gesundheitswesen zur Wahrung der Patientensicherheit auch greifen. Um Fälschungen zu erschweren, sichern zahlreiche Arzneimittelhersteller ihre Packungen bereits aus eigener Initiative mit zusätzlichen Merkmalen, zum Beispiel mit Hologrammen, wie sie auch auf Geldscheinen zu finden sind. Zudem betreibt die Pharmaindustrie zusammen mit den Großhändlern, den Apothekern und der Ärzteschaft künftig ein Datenspeicher- und Prüfsystem. Darin werden alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel gespeichert, die in der Schweiz und Liechtenstein in Verkehr gebracht werden. Jede Medikamentenpackung lässt sich somit durch einen einzigartigen Code eindeutig identifizieren und wird vor der Abgabe auf Echtheit geprüft. So soll sichergestellt werden, dass keine gefälschten Arzneimittel in die legale Lieferkette eingeschleust werden können. Anders als in der EU erfolgt das Anbringen von Sicherheitsmerkmalen und die Prüfung derselben in der Schweiz allerdings noch auf freiwilliger Basis. Unser Verband Science Industries hat sich im Rahmen der Stellungnahme zur entsprechenden Verordnung für eine obligatorische Teilnahme spätestens per 1. Januar 2025 ausgesprochen. Welche Erkenntnisse ziehen wir denn nun aus den Studienresultaten? Grundsätzlich sehen wir uns darin bestätigt, dass die Schweizer Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln sicher ist. Beim Kauf im Internet oder im Ausland werden Patienten allerdings zunehmend Opfer gefälschter Arzneimittel. Im Jahr 2020 stellte Swissmedic zusammen mit der Eidgenössischen Zollverwaltung 6.733 illegale Arzneimittelimporte sicher. Das ist nicht erstaunlich. Was Geld bringt, wird auch gefälscht. Das betrifft patentgeschützte Arzneimittel genauso wie Generika und Biosimilars, wo das Patent bereits abgelaufen ist. Besonders lukrativ für dubiose Geschäftemacher sind teure rezeptpflichtige Arzneimittel, etwa für die AIDS- und Krebstherapie. Insbesondere in Entwicklungsländern, wo die Medikamente für viele Menschen unerschwinglich sind, sind Antibiotika am häufigsten betroffen. In Industrieländern stehen dagegen zunehmend Lifestyle-Produkte, wie etwa Potenzmittel, ganz oben auf der Liste. Die Corona-Pandemie zurzeit bringt neue Risiken in Bezug auf die Arzneimittelversorgung. Kriminelle nutzen die Situation und die Sorge der Bevölkerung zu ihrem Vorteil aus. Dies kann unter anderem Angebote von potenziell gefälschten Arznei- oder Hilfsmitteln auf nicht zugelassenen Vertriebskanälen oder auch durch nicht zugelassene Anbieter beinhalten. Patienten, die diese Produkte anwenden, glauben, die richtige Behandlung zu bekommen. In Wirklichkeit aber sind sie gefährdet. Aufgrund falscher Inhaltsstoffe oder Mengen ist keine angemessene Behandlung möglich. In Extremfällen sind gefälschte Produkte wirkungslos oder können sogar Giftstoffe enthalten, die zu schweren Erkrankungen bis zum Tod führen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, Arzneimittelfälschungen sind illegal und stellen eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit und die Patientensicherheit dar. Unsere Mitglieder arbeiten daher auf der ganzen Welt eng mit Gesundheits- und Strafverfolgungsbehörden zusammen. Sie helfen mit, den Ursprung von Produktfälschungen aufzuspüren und die Produkte aus dem Verkehr zu ziehen. Zudem sind Pharmaunternehmen weiterhin aktiv daran beteiligt, die Öffentlichkeit auf die Problematik gefälschter und illegaler Arzneimittel aufmerksam zu machen, zum Beispiel in Form von Aufklärungskampagnen. Dies alles mit einem gemeinsamen Ziel: die Gesundheit und Sicherheit der Menschen auf dieser Welt.